So, da wären wir wieder. In der Zwischenzeit habe ich recht viele Kommentare bekommen, dass ich doch ein paar Secrets übersehen habe. Also das Westmost-Rätsel zum Beispiel. Rätsel. Denn soll im Ogerraum noch irgendwo ein Schalter sein? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht ein wenig zu spät kam. Also ich drehe immer ein paar Folgen voraus, deswegen kann es sein, dass das der Orb war, den wir gefunden haben. Aber da schaue ich trotzdem nochmal. Und beim fliegenden Feuer soll ich genauer hingucken. Das könnte mit dem Westmost-Rätsel zu tun haben. Denn ich glaube, hier war der Westmost-Punkt, wo wir die Schriftrolle gefunden hatten. Und hier könnten wir vielleicht irgendwo runterspringen, um da hinzukommen. Oder wo auch immer Westmost ist. Also die Westmost-Fallgrube zum Beispiel. Aber ja, erstmal wollen wir ganz kurz hier durch dieses Schattenlabyrinth durch. Ich war letztes Mal bis hierhin gekommen, wo es eigentlich weitergeht. Aber ich will zu dem Teleporter, der irgendwo hier ist. Das heißt, wir wuseln uns hier nochmal durch. Im Halbdunkeln. Chup, 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 chup. Die ganzen Nischen hatten wir auch alle schon durchgeguckt, oder? Das war jetzt nicht so toll. Zack. Da nicht. Hier müsste es gehen. Hier auch. Und was haben wir da? Eine Kiste mit jede Menge Essen drin. Na toll. Ist hier sonst noch was? Es ist stockduster, aber ich will nicht extra Licht anmachen, nur um es gleich wieder ausmachen zu müssen. Hier dürften wir hingehen können, aber da nicht mehr. Also gehen wir mal hier rum. Wie sollen wir zu dem Teleporter kommen? Ah, jetzt komisch. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, da geht's nicht durch. Außer da ist irgendwo ein Schalter, den ich übersehen habe. Na komm, machen wir mal kurz Licht. Und das müsste ich eigentlich auch noch ändern, denn ich brauche den Stab gar nicht mehr. Ich kann ja theoretisch jetzt mit dem Orb zaubern, das wusste ich gar nicht. Aber hier ist kein Schalter. Ah, hier ist ein Schalter. So, Schild in die Hand. Die kleinen Brokkolis. Aber die können mir gar nichts. Oh, wir haben das Giftamulett gar nicht mehr an. Die können mir jetzt doch was. Aber dafür halten die nichts aus. So, was haben wir hier? Armbrustbolzen brauchen wir nicht. Wurfäxte. Schick, schick. Njam, njam. Sonst ist hier nichts. Da hinten sind aber noch Bomben. Ups. Nochmal. So, da hinten sind aber noch Bomben. Ich wollte gerade sagen, da darf ich nicht hintreten, aber das Feld davor müsste eigentlich in Ordnung sein. War es aber anscheinend auch nicht. So. Also, da darf ich auch nicht hintreten. Kann man den Teleporter irgendwo deaktivieren? Achso, der war für die... Die kann gleich auch bleiben. Hier werden wir auch nicht hintreten können. Das fällt, glaube ich, auch nicht. Das auf keinen Fall. Das wahrscheinlich auch nicht. Und hier geht es dann weiter. Und ich hätte doch ganz gerne noch die Bomben. Vielleicht wäre das sogar ein Secret. Dann probieren wir jetzt einfach mal. Ah. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte das Feld neben dem Teleporter ausprobieren. Also, Teleporter. Hier auf keinen Fall. Ah, da ist direkt auch eine Fackel. Das wird auch nicht gehen. Wir müssen gar nicht dahin. Wir müssen an der Fackel irgendwie vorbei. Ich kann ja mal einfach die Felder markieren. Das konnte ich schon mal nicht betreten. Das wäre das Feld. So. Wieder die alte Leier hier rum. Darum. Welches Feld war das jetzt?
Ach ja. Ich glaube, letztes Mal haben wir die Bomben auch nicht eingesammelt. So, wo sind wir jetzt? Hier. Darum ist soweit noch okay. So, jetzt gucken wir, ob ich auf das Feld kann. Und wenn ja, ob ich dann auf das Feld kann. Das hier kann ich schon mal. Auf das da kann ich nicht. Auf das kann ich dementsprechend auch nicht. Das muss irgendwo von da unten rumkommen. Also vom Teleporter aus. Aber das hatte ich, glaube ich, vorhin schon probiert. Das ging nicht wirklich. Also von hier aus direkt einfach... Ja, geradeaus gehen geht nämlich nicht. Der Teleporter ist da. Der Teleporter ist gar nicht richtig eingezeichnet. Muss ich nochmal näher rangehen. Ja, ja, ganz schön verzwickt die Sache. Aber was macht man nicht alles für ein Secret? Und wir wollen ja alle Secrets haben. So. Da kann ich, glaube ich, nicht durch. So. Auf das Feld kann ich nicht. Den Teleporter deaktivieren mit irgendeinem Schalter. Der hier hat nur die Mauer zugemacht, richtig? Teleporter ist immer noch aktiv. Was ist mit dem Feld hier? Ne, das Feld geht auch nicht. Aber langsam engen wir das Ganze ein. Und wenn wir das denn geschafft haben und noch ein bisschen Zeit über ist, dann laufe ich halt zurück und versuche das Westmaus-Rätsel zu lösen. Nanü? Ach, hier war die Kiste. Und dann warten wir wieder auf. Was bleibt denn noch? Nur dadurch. Das wäre der einzige Weg, der dahin führt. Aber hier ist direkt eine Fackel. Ich denke nicht, dass wir hier hingehen können. Ich probiere es einfach mal. Aber nö. Das heißt, es gibt keinen direkten Weg. Irgendwo muss also ein Schalter sein, der irgendwas deaktiviert. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass es wirklich der Teleporter war. Den könnte man irgendwie ausstellen. Ich habe noch keine Ahnung mehr wie. Gehen wir einfach mal rein und schauen uns da nochmal um. Vielleicht können wir auch irgendwas durchwerfen. Ja, können wir, aber es macht nicht unbedingt viel. Ja. Wirklich viel Platz für Schalter ist hier auch gar nicht. Aber da war einer. Tada, unsere Bomben. Sehr schön. Und es war sogar ein Secret. Oh, Eisbomben. Sehr schön. Gibt nichts Schöneres als Eisbomben. Also, im Spiel. So, tum, 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 tum. Das war jetzt ein bisschen zu flott, aber das ist mir egal. Jetzt können wir ganz entspannt zum Ausgang gehen. Ganz entspannt zum... Wo war der Ausgang? Hier war der Ausgang. Schön, schön. Ja. Komm her. Hey. Kommst du? Yay, super, im Feuerball reingestraft. Ach, jetzt kommt er endlich. Und jetzt machen wir eine schöne 2x2-Strafing, wie sich das nennt. Im Forum gibt es ja wilde Diskussionen darüber, wie unfair das doch ist und dass das ganze Spielbalancing dadurch aufgehoben wird. Und ja, doch, kann ich zustimmen. Ich will gar nicht wissen, wie das auf normal oder einfach ist. Da bewegen sich die Gegner ja noch langsamer. Da kann man bestimmt um die rumlaufen, durchgehend ne, schreien. Und die machen gar nichts. Oh oh. Lalalala. Und ich habe mich abgespeichert. Ja. Das war's dann mit der Geschichte. Aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir lang müssen. Ich hätte einfach eben auf den Schleim zulaufen sollen. Ich glaube, das wäre die beste Taktik gewesen. So, hier war einmal die Kiste. Wir sind nicht überladen, okay.
Hier war der Schalter für den Teleporterzugang. Ich habe ganz vergessen, dass die Gegner waren. Und ich sollte gleich mal Licht machen, weil jetzt weiß ich ja unbedingt, wo ich langlaufen muss. Da ist es nicht mehr so wichtig, das Laternenlicht zu sehen, wollte ich sagen. Das Fackellicht natürlich. So. So, dich brauchen wir nicht. Fleisch brauchen wir auch nicht. Die Wurfäxte hätte ich doch ganz gerne. Und da war ich hier. Ein Schalter. Achso, wir müssen hier wieder zurück. Hier rum, darum. So. Komm her. Ping. Jetzt die Frage, wollen wir die Schleimer einfach ignorieren? Aber ich denke mal, da wird irgendwas sein. Das war ein schöner Treffer. Schlafen wir einfach mal. Wir können uns ja erstmal im restlichen Bereich da umgucken und dann irgendwie überlegen, wie wir die Schleimer austricksen. Aber ich glaube, wenn wir einfach auf den ersten Schleim zugerannt wären, hätten wir noch aus der ganzen Hölle da rauskommen können. Da ist so ein Empfänger für die Photonkanone und er wird das rausschießen. Und wie lösen wir dich aus? Da ist schon mal ein Schlüsselloch. In die Fallgrube, da könnten wir gleich mal spaßeshalber reinspringen. Da treten wir jetzt nicht drauf. Aber wahrscheinlich ist irgendwo bei den Schleimen der Schlüssel hier. Gut, speichern wir erstmal ab. Springen da kurz rein, gucken, was da ist. Und dann versuchen wir, die Schleime auszutricksen. Sieht aus wie nix. Aber checken wir lieber mal die Wände. Das ist wirklich nix. Aber da ist was in der Nische. Sieht aus wie ein Auge. Nee, ein Bracer. Njam, njam, njam. Gucke ich nochmal die Wände ab. Nur so für den Fall. Aber hier sind keine Schalter. Also wir müssen irgendwie woanders runterspringen. Aber ich sehe da kein Loch in der Decke. Gucken wir mal hier. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Sehr schön. Ein Bracelet of Tyrion. Was machst du? 15% schnellerer Cooldown für alle Aktionen. Okay. Das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Also ist jetzt die Rate, mit der unsere Spezialattacken ausgelöst werden? Oder ist das einfach nur Angriffsgeschwindigkeit? Wir können also schneller klicken und angreifen? Da wäre 15% ja echt nicht schlecht. So. Oh, hier ist unser Schuriken gelandet. Kommen wir gleich wieder mit. Jetzt müssen wir uns aber mit den Fröschen anlegen. Das mache ich aber lieber erstmal nächste Folge. Das heißt, wir speichern nochmal ab. LP24, jupp. Und sehen uns gleich wieder.